meine Damen und Herren. Guten Abend. Vielen Dank. Endlich ist November und wir können auf den November zurückblicken. Guten Abend. Yes! Guten Abend, herzlich willkommen hier im Radio Kulturhaus und in ORF 3 bei der Tafelrunde Ausgabe 2. Wir blicken auf den November zurück, diesen unnötigen Monat, der im November anfängt und im März wieder aus ist. Ich brauche ihn nicht, aber gut, schauen wir mal, was los ist. Ich habe den Eindruck, jetzt im November müssen noch ganz viele Sachen passieren, weil dann kommt die stillste Zeit im Jahr und dann hat man keine Zeit mehr dafür. Wir haben eine Bitte an dieser Stelle an die Verantwortlichen im Land. Lassen Sie die Satire bitte bei uns. Ja? Kümmern Sie sich um den Rest, da ist eh genug zu tun. Und wenn ich wir sage, meine ich meine heutigen Gäste aus dem Südburgenland. Christoph Spack, meine Damen und Herren, mit dem Salzburger Stier und einer Ziehharmonika zu uns gekommen. Wir feiern 100 Jahre Frauenwahlrecht. Sie ist wahlberechtigt. Aida Loos ist heute mit dabei. Sie kennen ihn aus der Kurierfreizeit. Links oben schreibt der Journalist, Kolumnist Guido Tartarotti. Und einer der schärfsten Satiriker. Seine Programme werden gefeiert. Seit der Programme schreibt, das Aktuelle handelt von der Zukunft. Wemmer Anne Horn, Thomas Maurer ist hier. Und natürlich unsere großartige Band auf der Originalkirchenorgel. Rainer Keplinger und die beiden Puntschäferl. Herrlich, endlich November im Land. Und man hat ein bisschen den Eindruck, ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so geht, man hat ein bisschen den Eindruck, wir meandern so führungslos in der Gegend herum, oder? Man kann sich auf nichts mehr verlassen, jetzt auch international. Die einzige internationale Konstante ist, dass man sagt, der Trump ist ein Volldepp. Das geht immer, ja? Aber sonst, auf was geht, also, wir sind muttilos bald. Die Merkel will nicht mehr. Das ist doch, es gibt eine Generation von Kindern, wir wissen es, die sich fragen, kann ein Mann Bundeskanzlerin werden in Deutschland? Man weiß es nicht, ja? Und es sind schon die ersten Diskussionen, wer kommt ihr nach? Wer kommt ihr nach? Es gibt eigentlich zwei Kandidaten, das ist die eine, die Wunschkandidatin von der Angie, das ist die Annegret Kramp-Karrenbauer, super Name, die ist vom, sagen wir, vom Charisma und von der Optik her ganz die junge Merkel. Hat zumindest die deutsche Autoindustrie im Namen, nicht? Karrenbauer, vielleicht hilft dir das, gegen ihren Widersacher, den Herrn Merz. Ja, der ist ja der, spannenderweise, den die Angie damals rausgehaut hat aus der Partei. Der sinnt nach Rache natürlich, der möchte jetzt die Partei übernehmen an den Iden des Merz. Und der hat eine super Karriere hingelegt. Nicht? Also der ist ja... Also nach der Politik war der jetzt im Finanzwesen jahrelang und hat bei so spannenden und sympathischen Firmen wie BlackRock gearbeitet. Das ist einer der größten Finanzverbrecher, also größten Finanzierungsorganisationen der Welt. Verdient dort, die einen sagen 1 Million, er sagt 500.000 im Jahr. Wir sagen, okay, ist wurscht, ungefähr Agusenbauer. Ja, geht sich aus. Wobei man sagen muss, die Fotos vom Herrn Merz kann man am Handy auch im Hochformat anschauen. Das unterscheidet ihn vom Agusenbauer. Das ist schon Wahnsinn. Aber kommen wir zurück vom großen Deutschland ins kleine Österreich, wo eine kleine Partei auch ohne Ahnung herumeiert und nicht weiß, was ist jetzt, wo ist sie da, Randy allein zu Hause, was ist mit ihr, ja? Pamela Randy Wagner, es viele Möglichkeiten hat es gegeben, im November was zu sagen, sie hat nichts gesagt. Ist arg. Also es gibt schon Menschen, die sich da jetzt einmischen, die mit der Politik überhaupt nichts zu tun gehabt haben bis jetzt. Also es gibt eine Neuauflage vom Peter Cornelius-Lied Du entschuldige, ich kenn die. Ja. Du entschuldige, die Randy, ist das nicht die Kleine, die schon unterm Kern genug gehabt hat? Ja, also es ist so. Man möchte ihr helfen, oder? Man möchte, es ist ja lieber sympathisch, man möchte ihr helfen und möchte sagen, geh! Man muss ein bisschen was tun, man müsste ihren Namen vielleicht irgendwo ganz groß hinschreiben, dass das alle lesen können. Ich meine, jetzt ist eh gewählt worden und so. Was mich zur Lieblingsgeschichte des November bringt eigentlich, in Steyr ist die passiert, wer es mitgekriegt hat. Beim Steyrer Hauptplatz hat ein Beamter sich bei der Umgestaltung des Hauptplatzes in den Hauptplatz verewigt. Da sind Pflastersteine gelegt worden. Und dort stand dann plötzlich Hingerl, weil der Herr heißt Hingerl. Und dann habe ich gesagt, was ist mit ihm? Ja, das kann ja nicht sein. Das ist mittlerweile eh nicht mehr. Er musste auch für die Umbauarbeiten bezahlen. Das wurde jetzt ersetzt durch die Buchstaben I, D, I, O, T. Ja.
Wahnsinn, ja. Und er hat aber eine super Erklärung gehabt, weil er gesagt hat, nein, er wollte es eigentlich gar nicht. Das war nur ein Missverständnis eigentlich, weil er wollte für alle Geschäfte und Dinge, die um diesen Hauptplatz sind, wollte er einen Buchstaben. Also I, glaube ich, für den Italiener und E für das E-Banking. Und dann ist er auf einmal Hingerl da gestanden. Ne? Also, wo ich sage, geh bitte. Ich meine, wenn schon Scheiße bauen, dann dazu stehen, oder? Das ist doch... Das kann man von unserer Bundesregierung lernen zum Beispiel. Ja, also, falls die wirklich einmal was machen sollten, was jetzt irgendwie nicht ganz so war, dann stehen die dazu. Also wenn zum Beispiel ein Dreijähriger mit seinem Vater abgeschoben wird oder abgeschoben werden soll, während die Mutter in den Wehen im Spital liegt, dann sagt man, na, also das wollte man nicht, weil da sind die Vorarlberger schuld. Ja, sind die Vorarlberger schuld. Und wenn man das genau betrachtet, stimmt das. Nicht? Weil die Vorarlberger, nicht? Alle Diskussionen aus dem November, Deutsch auf dem Schulhof, nicht? Die Vorarlberger weigern sich seit Jahrzehnten Deutsch zu reden, zum Beispiel. Oder das Video, nicht? Das Video von der FPÖ, das war kein Araber, das war ein Vorarlberger, das hat sich nur so angehört. Das ist so, ja. Oder die Wahlkampfkosten zum Beispiel, nicht, wo zu viel ausgegeben worden ist. Wenn Vorarlberg nicht so knapp neben der Schweiz wäre, wo der Franken so teuer ist, wäre das alles nicht passiert. Ich weiß, depperte Erklärung, aber auch nicht depperte ist das, was Sie gesagt haben. Oder? Also, der Sportminister hat gesagt, ja stimmt, wir haben das gemacht, aber das Gesetz ist auch total blöd. Und der Kickl hat dann gesagt, ja haben wir gemacht, aber ist wurscht, weil es geht in die österreichische Wirtschaft. Es ist zwar verboten, aber hilft der Wirtschaft. Hallo? Ja. Ich habe einen erschossen, aber es hilft total den Begräbnissen. Ja, also es ist. Ich habe jemand einen Zahn ausgeschlagen, aber es hilft den Zahntechnikern. Ich fühle mich intellektuell beleidigt von solchen Erklärungen. Wirklich. Oder man möchte ein Laternenfest ins Parlament schicken, dass wenigstens ein paar Leichten da drinnen sind. Wirklich. Es ist ein. Wow. Das ist ein. Ich frage mich. Was ein russischer Spion sich denkt, wenn er das hört, oder? Der österreichische Oberst, der dem russischen Geheimdienst die Geheimnisse des österreichischen Bundesheers verraten hat. Was hat er ihm gesagt? Die Eurofighter fliegen nicht, wenn regnet. Ja, ab 10:30 kostet Bier 1 Euro, alle fett. Ja, also was? Wobei Spionage ist nicht okay. Ne? Der Schnurr hat auch da kurz gesagt, nein, da hat er den Putin gleich ausgerichtet, das geht nicht. Der Kurz, für den Spionage bedeutet, dass bei der Mickey Maus eine Agentenbrille dabei ist. Ja, verstehst du? Und der redet mit dem... Der redet mit dem ehemaligen Geheimdienstchef der Russen für Spaß. Ja. Wobei der Kurz hat reagiert, er hat dann gleich die Matahari der österreichischen Regierung gesagt, sind mit ihm reden, die kennt ihn ganz gut. Und wir haben exklusives Fotomaterial von den ersten Verhandlungen bekommen. Ja. Da wurde heiß diskutiert. Nein, das kannst du nicht machen. Ist okay, machen wir nicht mehr. Ich habe auch einen Spion im Ohr übrigens, lustigerweise. Und der sagt mir jetzt kommt jemand, der hätte mit dem Putin ganz anders geredet. Ja, ganz anderes Kaliber. Meine Damen und Herren, hier ist Thomas Maurer. Ja, allerdings ist mir Russisch ganz schlecht. Ich bin noch traumatisiert von Russisch mit Lisa Schüller. Das sind viele in der Generation, die das noch kennen. Die anderen sollen jetzt bitte auf was umschalten, was alters- und zielgruppenadäquat ist. Nein, ich möchte den Stichwort November verwenden. Der November ist insofern für mich jetzt heute günstig, als im Dezember wir dann ein Jahr unsere Bundesregierung haben und dann werden alle auf ein Jahr zurückblicken und ich habe mir gedacht, ich mache es jetzt. Aber ich denke mal, was man sagen kann über diese unsere Regierung, wir haben eine stabile Regierung, ist das vorbei? Ich meine, es ist die, was wir haben, aber stabil, also auch in den Umfragen, ne? Also die ÖVP-FPÖ-Koalition ist nach wie vor annähernd so beliebt wie am Tag der Angelobung und auch die Namen zum Beispiel der Familienministerin oder der Wirtschaftsministerin sind annähernd so vielen Menschen geläufig wie am Tag der Angelobung. Ein bisschen Ausreißer nach oben, muss man sogar sagen, beim Koalitionspartner. Da ist es immerhin Beate Hartinger-Klein gelungen, sich ein scharf umrissenes Profil zu erarbeiten. Also, das geht bis in den Alltag. Ich kenne das, du stehst so vom Bankomat und denkst, okay, ich heb gleich 300er, dann ist wieder 2 Monate Ruhe. Und
über all dem schwebt ja wirklich ikonenartig Sebastian Kurz. Ein Ausnahmetalent, brauchen wir nicht reden. Und noch dazu eines, dem es gelungen ist, die offenbar latent vorhandene Sehnsucht vieler Österreicher nach den goldenen Tagen der ersten schwarz-blauen Koalition zu befriedigen. Natürlich war damals vieles anders. Also Kopf der FPÖ war damals noch Jörg Haider und nicht wie heute Wladimir Putin. Aber diese Nostalgie ist evident da, ne? Und Sebastian Kurz ist da einfach wirklich gelungen, in eigener Person die jugendliche Fachkompetenz eines Karl-Heinz Grasser mit der herzerwärmenden Menschlichkeit eines Wolfgang Schüssel zu amalgamieren. Und das ist natürlich... ein Erfolgsrezept. Ja, es wäre natürlich jetzt satirisch naheliegend, dass man den Sebastian Kurz da runterputzt irgendwie als reine Marketingblase, als PR-Zombie, als wasserdichte Hohlgusspuppe, die auf Knopfdruck Mittelmeerroute sagen kann. Aber es wäre nicht fair. Der hat durchaus eben auch initiativ gewirkt, auch auf Bereichen, wo man gar nicht so damit rechnet. Sozialpolitik ist schon fast in Vergessenheit geraten, aber eine seiner ersten offiziellen Äußerungen war ja, dass er angeregt hat, dass die Österreicherinnen und Österreicher sich endlich alle rechtzeitig 1, 2, 3 Eigentumswohnungen zulegen, um vor Altersarmut gefeit zu sein oder wenigstens was zu haben, was dann beschlagnahmt wird, wenn die Mindestsicherung kommt. Und ich glaube, wirklich in hunderttausenden Haushalten ist der einhellig der Schreier schon, ich trau da herst, warum komme ich da nicht selber drauf? Aber gut, wenn ich ein Genie wäre, war wahrscheinlich ich Bundeskanzler. Ne? Beim Vizekanzler Strache hingegen sprechen ja selbst eingefleischte Fans vergleichsweise selten von Genie. Es ist aber so, ich glaube, er kommt da nicht ganz zur Geltung. Ich glaube, er hat sich selber ein bisschen ein Eier gelegt mit der Ressortwahl. Nein, Sport, wenn du ein Portfolio hast zwischen Turnsackerl und Medizinball. Das kann sogar einem HC manchmal eng werden. Ne? Man merkt es ein bisschen, er kümmert sich mehr um seine Hobbys. Also nicht Wehrsport, das war früher und dann vielleicht in der Rente wieder, sicher Seniorenwehrsport. Aber naja, als Außenpolitiker hat er gewirkt im Frühjahr, wenn man sich erinnern kann, Südtirol zu Österreich, Kosovo zu Serbien, dass er die Rückgabe des Kongo an Belgien nicht gefordert hat, liegt vermutlich daran, dass er nicht weiß, dass es den Kongo gibt und von Belgien annimmt, dass es in Brüssel liegt. Und auch sonst, also Sicherheitspolitik war immer ein Steckenpferd vom HC. Und da hört man ja, dass er dem Vernehmen nach gerade auf den Innenminister Kickl, eigentlich auch Wahnsinn, Innenminister Kickl, aber gut, da rein noch, dass angeblich gerade auf den Innenminister Kickl einwirkt, dass in Zukunft bei linksradikalen Demonstrationen die neu angeschafften Polizeipferde auch im Dienst rauchen dürfen, weil es einfach lässiger ausschaut. Da... beste Innenminister der Zweiten Republik selbst. Man muss sagen, der hat das Amt ein bisschen neu interpretiert, muss man sagen, anders angelegt. Ja? Man merkt irgendwie die Lust am Amt. Also, und, aber doch gleich so als quasi erste Amtshandlung des Bundesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung von einer bewaffneten Straßenkampfeinheit unter Kommando eines FPÖ-Parteikollegen mit rechtsradikalen Kontakten mal durchstehlen zu lassen. Als erste vertrauensbildende Maßnahme. War überraschend. Das ist doch ein bisschen wie wenn du da Konditorei aufsperrst und beim Eröffnungsfest denkst, ah was, ich wichs einfach vor alle Leute am Topfenstrudel. Aber... mein Gott, wem's schmeckt. Ne? Aber es ist ja auch sonst so... er hat ja ein bisschen auch mit den Medien ein bisschen klar gemacht. Also, das ist ja dieses berühmte E-Mail rausgegangen, das er nicht er geschrieben hat, sondern hinter seinem Rücken, wieder irgend so ein Vorarlberger wahrscheinlich. Und da ist, wer sich erinnern kann, dieses Mail, wo in etwa drinnen gestanden ist, als Botschaft an die österreichische Presse: Freunde der Blasmusik, wenn bei euch nicht jeden Tag steht, dass der Ausländer ein Wahnsinn ist und daher wird der Leib und der Bursch, dann lass mich am ausgestreckten Ärmel verrecken. Und ich glaube, die Botschaft ist angekommen. In vielen Zeitungen musste man sich gar nicht mehr streiten. Da ist eh jeden Tag Afghaner ließ Schas in Aufzug und so. Also das wird ja grundsätzlich unterstützt. Ja? Und gleichzeitig war natürlich gerade in der Gutmenschenblase die Hoffnung, vielleicht wird das jetzt gefährlich für den Kickl, vielleicht muss der Herbert Kickl zurücktreten. Ich wäre da ein bisschen vorsichtig mit dem Enthusiasmus, weil erstens, wann ist in Österreich schon mal wer wegen was zurückgetreten?
Und ich glaube, gerade sicherheitspolitisch beim Innenminister, da tauscht er ja nur den Pudel gegen einen Hunde. Gerade sicherheitspolitisch ist die Personaldecke der FPÖ sprichwörtlich dick. Ja? Ich denke da zum Beispiel, für mein Favorit wäre der niederösterreichische Landtagsabgeordnete Christian Höllenmensch Höbart, der wirklich Initiative gezeigt hat, auf eigene Faust, in eigenem Auftrag, da zwei Verdächtige verhaftet hat, die er beim Biller in Grundtransport auf frischer Tat beim Ausländersein erwischt hat. Also eigentlich für einen Innenminister schon fast überqualifiziert. Fällt mir gerade ein, was ist eigentlich mit diesem Strafverfahren wegen Korruptionsgängerkickel? Da muss noch wahrscheinlich blockiert das, also das liegt im Justizministerium. Die arbeiten sicher dran. Egal. Jedenfalls, jetzt nur so als Perspektive, wäre ich jetzt der Innenminister Kickel, ich würde mir das eigentlich ein bisschen spannen. Ich glaube, der muss jetzt gar nicht mehr so aktionistisch fuchteln. Dann im Großen und Ganzen, die Weichen sind gestellt. Ja, durch die ganzen Kürzungen bei Integration, Deutschkursen, Mindestsicherung ist eigentlich klargestellt, dass auch die ganzen Asylwerber ab 15. des Monats kein Geld mehr haben. Dementsprechend wird natürlich die Kleinkriminalität steigen. Wenn man Medienkooperationen pflegt, Ausländer ließ Schaß in Aufzug, dann läuft es von selber. Ich würde aber an seiner Stelle schon, wäre ich der Innenminister Kickl, darauf achten, dass es mir so ein, zwei Monate vor der nächsten Nationalratswahl gelingt, in Zusammenarbeit mit der Kronenzeitung eine islamistische Verschwörung ungeahnten Ausmaßes aufzudecken, mit Massenverhaftungen zur besten Sendezeit, mit ein bisschen Klick, wären Sie ein paar, dann kann man den Kollegen Kuhn suchen, doch das österreichische Bundesheer einen Assistenzeinsatz in der Zeit im Bild 1 fahren zu lassen. Und wir sehen, dann passen die freiheitlichen Umfragewerte und dann auch die Wahlresultate wieder. Ich glaube, dann haben wir wieder eine stabile Regierung. Danke. Thomas Maurer. Wir trinken Steininger, auch schön heute, weil du gerade vom, wer mag? Magst du auch? Schlucki? Gerne. Weil du gerade Liste erwähnt hast, war ich kurz dazu verleitet zu sagen, Liste jetzt, oder? Weil Pilz ist ja nicht mehr Pilz, Pilz ist ja jetzt. Ja, ja. Nein. Jetzt, ja. Ist das jetzt gut? Ist das jetzt gut oder ist das jetzt wurscht, oder? Nein, das ist spannend. Dazwischen war ja Liste Pilz ohne Pilz, also die Entsprechung einer veganen Fleischhockerei, die jeden Tag durchgehend Mittagspause hat. Jetzt ist ja die Maria Stern und mein Vorschlag für den nächsten Wahlslogan wäre, komm, reis an Stern mit uns. Auch schön. Auch wo die Heiligen Drei Könige Weihnachten kommt. Sehr schön. Kickl hat ja auch, das ist in diesem November herausgekommen, wenn Journalisten zum Kickl gehen, müssen sie das Handy abgeben. Ich habe gehört, Kabinettsmitarbeiter müssen das auch. Wirklich? Wahrscheinlich tut er sich selber noch mit seinem Wanzensucher anschauen, bevor er in die Dusche steigt. Das ist. Es ist ja, wobei, man sollte dem Strache in Wahrheit das Handy wegnehmen, oder? Weil der hat ja auch. Wen hat der das geschickt? Ja, aber er übt noch. Also, Strache hat die Planungen für die Österreichische Nationalbank an die SPÖ geschickt, glaube ich, oder? Ja. Ist doch schön. Ja. Wir wollen einen vierten haben. Also ich mein. Aber ich glaube, er hat diesmal nur vergessen, dass er Satire dazu schreibt. Wahrscheinlich. Wir sind im November und der November bedeutet auch, wenn Sie durch die Städte des Landes gehen, so ein herrlicher Duft, oder? Es schwebt irgendwie dann so ab Ende November, Anfang Dezember so ein wunderbarer Duft über dem Land. Die Christkindlmärkte sperren auf, du gehst durch so. Ah, herrlich, der Weihnachtslango stinkt immer mit dem Knoblauch, ne? Das ist so, da hat einen Punsch hingespielt, herrlich. Das ist so, diese wunderbare Zeit. Für Eltern ist es ja so, dass man sagt, die Vorweihnachtszeit ist die schönste Zeit im Jahr, weil man endlich ein legales Druckmittel gegen die Kinder hat. Wenn sie nicht brav sind, kommt das Christkind nicht. Bei uns zu Hause fängt Weihnachten im Oktober an. Da üben wir Christkindbrief schreiben. Wenn ein Fehler dran ist, machen wir gleich noch einmal. Wobei das mit den Rechtschreibfehlern ist gar nicht mehr so. Früher hat man gesagt, ja, die Kinder müssen gescheit schreiben lernen und so weiter und so. Muss gar nicht sein. Also Rechtschreibfehler irgendwo drinnen haben, ist überhaupt kein Thema. Meint zumindest der Guido Tartarotti. Hallo. Jetzt, da das Jahr in die Zielgerade einbiegt,
entwickelt es plötzlich Sinn für Humor. So wurde ein Gesetzesentwurf vom Verfassungsdienst, der sich normalerweise nur mit juristischen Fragen befasst, kritisiert, weil der Gesetzesentwurf vor Grammatik- und Rechtschreibfehlern nur so strotzte. Der Gesetzesentwurf kam übrigens aus dem Bildungsministerium. Die FPÖ wurde mit einem rassistischen Videoclip verhaltens auffällig, in dem türkische Arztpatienten pauschal als Ali bezeichnet werden. Ich persönlich kenne keinen einzigen Türken, der Ali heißt, aber einen Tunesier, der Ali heißt, und er ist übrigens mein Arzt. Im November war auch wieder die berühmte Baby-Expo, kennen Sie sicher, die Baby-Expo heuer in Wiener Neustadt. Baby-Expo, offenbar werden dort Babys ausgestellt und zum Verkauf angeboten. Der Höhepunkt ist aber traditionell der Väterwickelwettbewerb. Ja, heutzutage, wo die Gesellschaft immer älter wird, kann man nicht früh genug lernen, wie man die Väter wickelt. Kältezeit ist bekanntlich auch Infektionszeit. Man unterscheidet da zwischen zwei Infektionen, nämlich zwischen Schnupfen und Männerschnupfen. Die Unterscheidung ist leicht, das erste kriegen nur Frauen, das zweite nur Männer. Die Ansteckung erfolgt durch Tröpfcheninfektion, wie das Leben selber auch. Das ist schön, im Nachdenken. Ich habe mal in Klosterneuburg gespielt, haben es lang nachgedacht, bis ich schon abgegangen bin. Aber Sie sind gut. Würden Infektionskrankheiten tatsächlich nur Frauen befallen, wäre alles halb so schlimm. Frauen können mit Schnupfen nämlich erstaunlich gut umgehen. Sie gehen zu Recht davon aus, dass man an einem Schnupfen eher nicht stirbt, putzen sich die Nase, wenn die Nase rinnt, und bevor ihre Partner etwas mitkriegen, ist der Schnupfen wieder vorbei. Männer dagegen fiebern sich unter unvorstellbaren Qualen dem sicheren Tod entgegen. War der Applaus von den Frauen jetzt, oder? Schwierig, es klang ein bisschen männlich, was mich doch wundert, aber gut. Dem sicheren Tod entgegen, dem sie dann im letzten Moment aus unerklärlichen Gründen doch noch entrinnen und gehen dabei ihren Partnerinnen so sehr auf die Nerven, dass die Partnerinnen mehr leiden, als wenn sie selber krank wären. Wie kann man Schnupfen vorbeugen? Im sogenannten Mondkalender einer Frauenzeitschrift stand einmal zu lesen: Versuchen Sie jetzt so oft wie möglich mit den Zehen zu wackeln, das beugt Schnupfen vor. Wirklich wahr, ist keine Erfindung von mir. Der Spaß dabei ist, wir alle wissen ganz genau, dass Zehenwackeln nicht dem Schnupfen vorbeugt. Trotzdem funktioniert dieses Mittel. Die meisten Menschen, die mit den Zehen wackeln, bekommen am nächsten Tag nicht Schnupfen. In der Tat beugt nahezu alles dem Schnupfen vor. Nicht nur Zehenwackeln, sondern auch Zehenkreisen, Ohrenwackeln, das Denken an ein rosa Nilpferd, das Anhören von Rolling Stones Platten, vielleicht auch die Konsumation vitaminreicher Nahrung. Sie können es ausprobieren. Fast immer kommt der Schnupfen im Anschluss nicht. Und zwar nicht wegen des Zehenwackelns, sondern deshalb, weil wir zum Glück nur sehr selten Schnupfen kriegen. Ich warte übrigens darauf, dass im Mondkalender einer Zeitschrift einmal steht: Massieren Sie oft Ihre Fersen, das lässt Dummheit im Nu verschwinden. Man könnte es auch mit Medikamenten versuchen. Weil Medikamente mag ich sehr, weil die haben so schöne Namen. Grippostat. Ich finde, das ist pure Poesie. Grippostat. Schöner wäre nur noch Schnupfogusch. Als ich ein Kind war, hatten Medikamente noch rein lateinische Namen. Und da Latein damals noch als Zaubersprache galt, wurden die Patienten allein schon durch den Klang der Arznei gesund. Influbene. Später wurden dann deutsche Begriffe verwendet. Hinten hängte man ein Bene oder Med oder San an. Die Mittel hießen dann so ähnlich wie Halsveosan oder Darmobene. Heute sind wir endgültig bei der pharmazeutischen Lyrik angekommen. Bronchostopp. Ja, sollen die Bronchien endlich einmal stehen bleiben, anstatt sinnlos in der Gegend herumzurennen. Boxagrippal mag ich persönlich ganz besonders. Boxagrippal. Alternativ wären auch Ringagrippal oder Riesenschnauzer Schnupfall schön gewesen. Aber am besten gefällt mir Iberogast. Ich muss dabei immer an einen Spanier denken, der zum Essen bleibt. Inzwischen hat die Menschheit ein Wundermittel gegen Schnupfen gefunden und es heißt Hadamar Bankhofer. Man muss Hadamar Bankhofer zu diesem Zweck nicht auspressen und trinken, nein, es reicht ihn zu lesen. Hadamar Bankhofer findet man in der ORF-Nachlese, er wohnt dort. Man könnte auch sagen, die ORF-Nachlese ist um ihn herum erbaut worden.
Vor einiger Zeit war Hadamar Bankhofer wieder auf dem Cover der ORF-Nachlese und bewies, dass man in der linken Hand eine Orange, eine Zitrone und eine Karotte tragen kann, in der rechten ein Glas Saft und um den Hals einen roten Schal, und zwar alles gleichzeitig. Die Schlagzeile lautete: 100 Tipps gegen Schnupfen. Und gleich Tipp 2 sagte eigentlich alles. Halten Sie von erkälteten Personen einen Abstand von 1,5 Metern. Ich fordere also hiermit alle erkälteten Personen auf, sich ein Schild mit der Aufschrift erkältete Person am Hals zu befestigen. Das Maßband nehme ich selber mit. Tipp 3 lautet: Umgehen Sie Küsse und Umarmungen. Dies sollte kein Problem sein, denn ich kenne keine Methode, jemanden aus 1,5 Metern zu küssen oder zu umarmen. Die Tipps 6, 7, 8, 31, 32, 33, 36, 53, 54, 70, 71, 72, 90, 91, 93 und 96 befassen sich mit dem Zubereiten diverser Säfte, Salate und Tees, womit auch Tipp 16, Kälte macht anfällig, hinfällig wird, denn man verbringt die nächsten Monate ohnehin in der Küche. Und Tipp 89, essen Sie täglich eine halbe rohe Zwiebel, macht Tipp 1, meiden Sie Menschenansammlungen. Überflüssig, sind Sie erst eingezwiebelt, werden die Menschenansammlungen nämlich Sie meiden. Vielen herzlichen Dank. Meine lieblingsblöde Verschnupft-Werbung oder Erkältungswerbung war irgendwas mit isländisch Moos. Und die Erklärung war dann: Oder haben Sie schon einmal ein Island-Pony mit Schnupfen gesehen? Du, Guido, übrigens, ich habe die Baby-Expo moderiert. Ich habe diesen Männer-Wickel-Wettbewerb moderiert. Und du wirst es nicht glauben, die Ältesten haben meistens gewonnen. Also die älteren Väter haben meistens gewonnen. Die wurden gewickelt oder haben gewickelt? Nein, die haben also so Puppen gewickelt. Und die haben gewonnen meistens. Die Jungen waren irrsinnig botschert. Das verstehe ich nicht, aber du wirst es mir nachher erklären. Ja, wir haben genug Zeit. Ich weiß nicht, ob wir die Erklärung hören wollen. Was gewinne ich, wenn ich bei der Baby-Expo am schnellsten ein Baby wickel? Einen Wickelpolster zum Beispiel. Den Hobby wahrscheinlich schon, wenn ich so gut wickel. Ja. Aber war das schön? Dass du es war eine gute Gage. Ja. Du hast ja zwei Kinder, aber die muss man nicht mehr wickeln, ne? Nein, die muss man nicht mehr wickeln. Es ist vorbei, Gott sei Dank. Gut. Christoph Spörk, ja, Vater von vier Kindern? Fünf? Ja, wir haben selten einen Wickel daheim. Ja, das beim Wickelwettbewerb nicht mitmachen. Über Tiere müssen wir noch reden. In diesem Monat rausgekommen, die Polizei hat nicht nur Pferde, sondern die Polizei hat jetzt auch Polizeikatzen. Katzen? Ja. Perserkatzen vielleicht? Ja, das weiß ich nicht. Aber was wäre der Vorteil von Perserkatzen? Ja, die scheißen ihnen was. Tun das Katzen nicht generell? Naja, Perserkatzen im Speziellen. Die sind haben noch die mal, spezielle ja? Einsatzgebiete? So sitzen die bei den Pferden zwischen den Ohren und lenken? Oder, beziehungsweise, ich würde dann vorschlagen, dass man aber auch gleich Feuerwehr-Eichhörnchen anschafft, die dann die Polizeikatzen aus dem Baum holen. Die Frage ist, ob es dann eine Pferdegewerkschaft gibt und eine Katzengewerkschaft, die dann sich gegenseitig die Ansprüche zuschanzen. Wahnsinn. Großartig. Was machen die Polizeipferde im Winter, glaubt ihr? Können die Skifahren? Das ist ja wichtig, das Ding. Ich meine, als österreichisches Polizeipferd, Entschuldigung. Sollte eigentlich Skifahren können. Na schon, ja. Oder? Aber ich glaube, sie haben auch so die Standards bei den Polizeikatzen gleich so die Rechtschreib- und Fitnessstandards ein bisschen gesenkt, damit es den Nachwuchs bekommt. Es gibt schon alles als Polizeikatze. Also kannst du so ab Bladewurst geforderte Katz, kannst du hinschicken, das geht. Vorwiegend Innendienst. Die sich nicht mehr... Das ist ja schon fertig. Wobei, eine Geschichte über das neue Polizeicomputersystem, das überhaupt nicht funktioniert hat. Das ist für die Katz. Das ist für die Katz, richtig. Da ist deswegen die organisierte Kriminalität in Österreich gestiegen, weil jedes Mal, wenn man auf OK gedrückt hat, die Abkürzung von organisierte Kriminalität betätigt worden ist. Wirklich, ja. Ein Wahnsinn. Meine Damen und Herren, wir müssen aber über ernsthafte Dinge auch reden, natürlich, in diesem Monat November. Wir haben gefeiert, 100 Jahre Republik. Die Burgenländer haben gesagt, gilt nicht, wir sind erst zwei Jahre später dazu. Aber kommt.
Und 100 Jahre Frauenwahlrecht, natürlich. Nicht? Großes Fest, 100 Jahre Frauenwahlrecht. Das war ja für viele Männer am Anfang überhaupt kein Problem, weil die dann ja ohnehin das gewählt haben, was der Mann ihnen gesagt hat. Bis dann die Frauen angefangen haben zu denken, einen eigenen Willen zu entwickeln, Auto zu fahren, zu arbeiten. Jetzt wollen sie auch noch gleich viel verdienen wie wir. Es ist ein Wahnsinn. Man weiß nicht, wo das noch hinführen wird. Na, vielleicht noch zu einer Kanzlerin bei uns auch. Na, Halla. Wir haben auch eine hier, die darf wählen und die denkt und die redet laut noch dazu. Und das jetzt nur hier in OF3 ist ein Wahnsinn. Aida Loos ist hier, meine Damen und Herren. Hallo, danke, 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 hallo. Ich bin Ali. Oder wie Sie hier in Österreich sagen, just wie Ali. November, schwöre, war urguter Monat für mich, Alter. Ich bin berühmt geworden. Wegen diesem E-Card-Video auf Facebook. Meine Mutter hat mich angerufen, ich habe das gar nicht gemerkt, hat gesagt, Herrst Ali, Mashallah, du bist berühmt. Ich habe das immer schon gewusst, du bist was ganz Besonderes. Du bist einer von 1 Million. Aber jetzt, FPÖ hat auch verstanden. Die haben extra Video gemacht für dich heute. Ich wollte mir anschauen, aber da ein Facebook-Video war gelöscht. Das Einzige, was von dem Facebook-Video übrig geblieben ist, ist meine Face. Bevor ich berühmt geworden bin, ich habe gearbeitet auf Bau, weil mein Chef, der Mustafa, nicht Mustafa, verwechsel ich gerade mit meiner Cousin, Entschuldigung, mein Chef, der Manfred Mustafa, der hat Baustelle gehabt im 9. Bezirk auf Mustafa-Straße. Na, heißt eigentlich Mustafa-Straße, aber ich sage immer Mustafa-Straße, weil es steht zu Ehren von meiner Cousin. Und es war scheiß Arbeit. Manchmal 12 Stunden gearbeitet, manchmal 18 Stunden, wurscht. Verstehst du? Egal, Sommer, Winter, egal. Chef wollte mich nichts anmelden, okay, egal. Dann auf einmal bekommen Zahnschmerzen. Bin zu meinem Chef gegangen, Herrst, meld mich an, ich habe Zahnschmerzen. Hat er gesagt, na komm, bring Zange, reiß ich dir raus. Indianer kennt keinen Schmerz. Ja, war deppert, immer Scherz gemacht. Dann Cousin angerufen, Mustafa, Herrst, gib mir E-Card. Dann große Katastrophe, alles aufgeflogen. Manfred Angst bekommen, mich rausgeschmissen. Aber egal, ich bin jetzt berühmt, Alter. Und Manfred kann die scheißen Dreckenhaus in Mustafa-Straße selber bauen. Tschüss. Vielen Dank. Dankeschön, vielen Dank, Ali. Ja, was ist noch passiert im letzten Monat? Der Gerrit hat es kurz angesprochen. 100 Jahre Frauenwahlrecht. Yay! Ja! Finde ich auch. Und ich frage mich, wie viele Jahre es brauchen wird, bis es ungefähr genauso viele Frauen auf den Kabarettbühnen in Österreich geben wird. Ja? Weil ich bin nach der letzten Ausstrahlung, wie so oft, in meinem Leben gefragt worden, sag mal, Aida, wie ist das denn so als Frau, hä? Unter all diesen Männern? Und ich weiß nicht, was ich darauf sagen soll, weil es ist eh wie als Mann auch. Nur dann halt ohne Hoden. Also, besser. Nein, um Gottes Willen, verstehen Sie mich nicht falsch. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Hoden hässlich finde oder so. Aber nein, Hoden sind halt ein bisschen wie Montage. Ja, so lang, hängend auch so rum, so unmotiviert, so schlapp, müde, faltrig. Und wenn sie sich wenigstens gut anfühlen würden, aber nein, ist ihnen schon mal aufgefallen, dass sich Hoden anfühlen wie so ein Backerl Mozzarella? Ich bin so froh, dass ich keine Hoden habe, wirklich. Wenn ich Hoden hätte, ich könnte nicht einfach so rumsitzen. Ich würde was dagegen unternehmen. Ich würde sie mir, weiß nicht, aufspritzen lassen mit Botox oder keine Ahnung. Hochpushen mit irgendeinem Wonderbra oder zumindest Glitzer drüber streuen, irgendwas. Aber gut, ich habe keine Hoden. Und außerdem, was haben jetzt Hoden im letzten Monat zu tun? Sehr viel. Ich hatte nämlich Geburtstag.
Ja, na, müssen nicht reagieren, passt schon. Ja, ich hatte am 17. November Geburtstag und ich bin 45 geworden. Dankeschön. Danke. Ja. Nein, mein Scherz, ich bin 38 geworden, aber ich sage immer, ich habe allen gesagt, ich bin 45 geworden. Das ist was, das ich nie verstehen werde, dass sich Frauen jünger machen und dann auch noch hören wollen, dass sie toll ausschauen. Das ist ein Denkfehler. Sie sollten sich älter machen. Ja, nehmen Sie mich zum Beispiel. Ich für 29 schaue gerade mal okay aus. Aber für 45, sagen Sie selber, bin ich Bombe. Apropos geboren bin ich in Teheran und am 17. November 1980 und die Stimmung außerhalb des Kreißsaals war durchwachsen. Es war erstens mal ziemlich kalt und außerdem islamische Revolution. Meine Mutter hat angeblich aus Trotz roten Lippenstift getragen und um 6 in der Früh kam ich quasi mit Bomben und Granaten auf die Welt. Aber bitte jetzt kein Mitleid, weil wir sind dann 5 Jahre später geflohen, aber wir sind jetzt nicht mit dem Boot gekommen oder so. Nein, wir sind Perser, wir haben uns ein Taxi genommen. Was einfach war damals, weil alle Routen waren offen und es gab auch noch kein Nein zum Migrationspakt. Diesen Monat beschlossen worden, Nein zum Migrationspakt. Und ich frage mich ganz oft, wo und was wäre ich jetzt, wenn es damals 1985 das alles schon gegeben hätte? Also ich kann mir gut vorstellen, dass ich jetzt in Teheran sowas wie Frauenbeauftragte wäre. Also quasi arbeitslos. Was mich aber am meisten an diesem Nein am Migrationspakt stört, ist, dass man so tut, als wäre es eine rein einseitige Angelegenheit. Als müsste nur die eine Seite die andere Seite gut finden. Und für mich ist es das nicht. Für mich ist Migration sowas wie eine Freundschaft oder auch wie eine Ehe. Es ist für Arbeit. Ja, es zahlt sie streckenweise. Es kostet Überwindung manchmal und vor allem Zeit. Ja, und ich bin ganz ehrlich, ich habe jetzt auch nicht immer Zeit dafür. Am meisten oder am öftersten nehme ich mir die Zeit für Migration am Sonntag. Aber das passt da auch so gut. Da werde ich gleich geweckt von den Kirchenglocken. Dann stehe ich auf und gehe ganz gemütlich Zeitungen fladern. Dann mache ich einen Schweinsbraten mit Bier. Ja, manchmal schütte ich sogar was drüber davon. Dann mache ich eine Jause und eine Jausenen wir. Übrigens, ich merke, wie ich von Sonntag zu Sonntag österreichischer werde. Wirklich. Aber es gibt auch Sachen, auf die, bin ich ganz ehrlich, habe ich keinen Bock. Zum Beispiel auf alles, was mit Bergen zu tun hat. Ja, ich bin einfach kein Kind der Berge, ich bin ein Kind der Wüste. Ja, wandern, klettern, Skifahren, warum macht ihr das? Warum? Warum quält ihr euch überhaupt einen Berg hinauf, wenn ihr dann eh wieder runter müsst? Ja? Warum? Weil Skifahren, das beginnt jetzt auch. Skifahren ist meiner Meinung nach überhaupt das Deppertste, was man sich nur vorstellen kann. Warum sollte ich freiwillig festgeschnallt auf 2 Brädeln in Todesangst und Eiseskälte frierend, aber schwitzend, nicht wissend, welcher Volltrottel hinter mir ist und was der im Schilde führt, mein kostbares Leben riskieren? Bitte, warum? Wo es doch um den gleichen Preis Miami gibt. Übrigens, geheiratet habe ich auch einen Österreicher, was heißt Österreicher, einen Schwächerter, ja, Rechterter. Wir haben also beide Ja zum Migrationspakt gesagt. Ja. Und er ist, wie die meisten Schwächerter, sehr bodenständig. Er findet mich zum Beispiel auch ungeschminkt am schönsten. Und ganz ehrlich, nein. Nein, nein. Ich kann einfach nicht ungeschminkt das Haus verlassen. Also ich kann schon, rein theoretisch. Aber jedes Mal, wenn ich ungeschminkt das Haus verlasse, reden die Leute gebrochenes Deutsch mit mir. Ja. Da vor kurzem wieder in der tiefsten Steiermark, der Schwächer, da war Skifahren, mir war Fahrt. Ja. Gehe also ins einzige Geschäft, weit und breit, ein Trachtengeschäft. Ich denke an nichts Böses und die Verkäuferin so, du haben Dindl. Und ich spiele dann auch immer so gern mit, sage also, na, nix haben Dirndl. Du wollen Dirndl? Na, nix wollen Dirndl, sonst hätten schon Dirndl. Aber du brauchen Dirndl. Jede Frau brauchen Dirndl. Dirndl gut für die Figur. Schmeichelt jeder Figur. Ja, aber ich habe einen Burka. Ne?
Schmeichelt auch. Ah, woher kommen? Schwächert. Nein, meinen, woher kommen? Ursprünglich. Ach so, ursprünglich. Ursprünglich kommen aus Dings da, Wien. Nein, meinen, woher kommen? Original. Ach so, original, warum nicht sagen gleich? Original, kommen aus meiner Mutter. Dankeschön. Aida los. Aida los. Wir müssen viele Dinge klären. Jetzt finde ich nämlich in allererster Linie, welchen Mozzarella hast du? Büffelmozzarella, die große. Ach Gott, die Aida. Ich hab gewusst, dass du das ansprechen wirst, wirklich. Ja, natürlich. Das war aufgelegt. Großartig. Meine Damen und Herren, wir kommen zu einem jungen Mann, der immer mit diesem Gerät eigentlich unterwegs ist. Und das ist sehr, sehr gut. Sie werden das gleich sehen. Christoph Spörk, das neue Programm heißt Kuba. Kommt aber erst? Ja, war früher, oder? Lange in Kuba gelebt. Da hat auch viel mitgebracht, die Frau zum Beispiel. Und das Gespür für Musik, das er aus der Steiermark, das im Südburgenland schon dorthin exportiert hat, heute hierher gebracht hat. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Mit Ziehharmonika, Christoph Spörk, meine Damen und Herren. Vielen Dank, schön, dass ich da sein darf. Ich tue mir ein bisschen schwer, jetzt, ich weiß, dass es Sendungskonzept ist, irgendwas Böses zu sagen über die Politik, aber ich bin ganz in einer anderen Phase. Ich denke mir gerade, so kann es nicht weitergehen. Wir müssen in uns gehen, alle, auch die Guten, nachdenken, was machen wir falsch. Ja? Wirklich in uns gehen, ja? Und jetzt über die Opposition schimpfen, das wäre pietätlos, sowas tut man nicht. Ne? Und auch über die Regierung, es ist fad. Meine Frau und ich sind im letzten Monat, es war noch Oktober, in uns gegangen, also wirklich mit zwei Wattestäbchen, ja, da rein, ja, haben die nach Amerika geschickt, ja, DNA-Probe, weil wir wollten wissen, wo kommen wir her. Ja. Sie haben schon mitgekriegt, meine Frau ist aus Kuba, ja, die ist über die Atlantikroute hergeschleppt worden. Ja. Der Schlepper war ich. Ja. Und meine Frau und ich wollten eben wissen, und gestern Abend, wirklich kein Schmäh, ist das Ergebnis meiner Frau per Mail gekommen. Meins, da rechnen sie noch. Aber ihres ist schon da, ja, und es ist wirklich faszinierend. Meine Frau ist quasi alle Hochkulturen. Ja? Meine Frau ist Römisches Reich. Ja? Spanien, gut, ist keine Hochkultur, aber wurscht. Spanien, Griechenland, 10% Balkan. Ja? Da hätte ich gleich Slowenien heiraten können. Ja? Karthago ist bei ihr. Ja? Ägypten, Subsahara, Afrika hat sie in sich. Wirklich, Nigeria, die Yoruba. Kennen Sie die Yoruba? Ja, kennt wieder kein Schwein. Ohne die Yoruba gäbe es keine Salsa, keine Samba, nix. Also eine Hochkultur. Sie ist Aztekin, sie ist Maya und, ohne Schmäh, 2% von ihr sind Maasai. Ja? Sie kennen die Maasai, oder? Diese schönen, großen afrikanischen Menschen. So schön, dass sogar die Nazis sie bewundert haben. Also wunderschöne, große Menschen. Ja, ja, aus Tansania und aus Kenia. Und, jetzt kommt's, 1,5% meiner Frau sind Finnisch. Stellt euch vor, wenn ich meine Frau küsse, ja, küsse ich zu 2% der Maasai und 1,5% der Finnin. Ja, können Sie sich das vorstellen? Ich habe das Gefühl, nein. Worauf will ich raus? Ich bin seit gestern Abend der Überzeugung, jeder österreichische Politiker sollte vor Amtsantritt so einen Gentest machen. Überlegen Sie sich im Moment, der beste Innenminister aller Zeiten. Und ich sage beste bewusst mit hartem B. Ja? Wenn Sie Spanisch können, verstehen Sie mich. Ja? Der beste Innenpolitiker aller Zeiten, der kommt aus Villach. Villach war ein Banknotenpunkt schon, da hat es einen langen Zug gegeben. Ja? Da sind die Römer mit den Sklaven durch. Ja? Die Wikinger. Wenn der einen Gentest machen würde, das würde seine Verhärtungen sofort lösen. Ich bin mir sicher, im Kickl ist alles drin, was man sich nur vorstellen kann. Nur in einem bin ich mir sicher, Maasai ist bei ihm keiner dabei. Jetzt, wie ich das Lied geschrieben habe, habe ich mir nicht gedacht, dass es mit einem Parteinamen anfängt. Jetzt kommt ein Lied.
Jetzt kommt ein Lied über den Konjunktiv. Oder was in meinem Leben alles schief lief. Ich möchte ehrlich sein, mich selbst nicht schonen. Aber ohne Konjunktiv hätte ich sicher schon Millionen. Wisst ihr warum? Weil Hetti ware Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette viel hom. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber Hetti ware Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette wirklich viel hom. Okay. Hätte ich nicht so viel gesoffen, bestimmt ein paar hundert Fässer. Hätte ich gestopft, geheiratet und gar nicht noch viel besser. Dann hätte ich keine Kinder und war noch viel reicher. Ich war zwar kein Saudi, aber mein Audi war neicher. Tät mir das Bier nicht so gut schmecken, dann hätte ich auch keine Wampen. Dann hätte ich zu Hause einen Luster und nicht die Kehrlampen. Dann tät ich jetzt nicht jeden Abend blöde Lieder singen, so wie heute, sondern meine Millionen nach Liechtenstein in Sicherheit bringen. Und wenn sie mich fragen, wo es geht her, sag ich von der Schwiegermutter aus Kuba. Weil Hetti wari Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette viel hom. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber Hetti wari Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette wirklich viel hom. Hätt ich Depp nicht studiert, sondern mein Studium abgebrochen, dann darf ich jetzt vielleicht wieder kurz vom Plakaten runterlaufen. War er die beim Militär geblieben und hätte gesoffen wie ein Kanister, dann war er die jetzt als Steirer wahrscheinlich Unteroffizier, wenn nicht sogar Verteidigungsminister. Hätte ich Paintball gespielt in Nazi-Uniformen, dann hätte ich jetzt als Vizekanzler Österreich umformen und wäre ich ein Flüchtlingskind mit holländischem Namen Van der Bellen. Dann hing in 30 Jahren in jedem Klassenzimmer ein Bild von mir mit rot-weiß-rotem Rahmen. Guten Morgen, Herr Präsident. Bei Hetti wari Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette viel hom. Ich möchte mich jetzt nicht selber loben, aber Hetti wari Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette wirklich viel hom. Wollt ihr noch eine? Hätte ich mein Sumsi-Sparbuch in Amazon-Aktien investiert, dann war er die vom Arbeiten halt nicht so oft mir. Hätte ich vor ein paar Jahren Facebook erfunden, dann wäre der Zuckerberg arm und ich mit meinen Hunden am Nachmittag spazieren im Schönbrunner Schlosspark. Und der wäre geschlossen, weil ich keine Touristen in meinem Park mag. Oder ich war halt spazieren auf meiner Finca im Süden von Chile. Stattdessen sitze ich daheim und träume von einem neuen Miele-Geschirrspüler oder Miele-Kühlschrank. Na, mir geht's eh gut. Danke der Nachfrage. Gott sei Dank. Aber Hetti wari Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette viel hom. Ich möchte jetzt nicht selber loben, aber Hetti wari Tetti, da Tetti wette viel hom, Tetti wette viel hom. Das war's, meine Damen und Herren. Das war die Tafelrunde, Ausgabe Nummer 2 im November mit Christoph Spörk, mit der wunderbaren Aida Loos, mit dem großartigen Guido Tartarotti und Thomas Maurer. Und natürlich mit unserer großartigen Band Rainer Keplinger und die beiden Poolschäferl. Dankeschön. Wir kommen wieder im Dezember, dann ist der Rückblick ein Jahresrückblick. Haben Sie es gut, trinken Sie noch zu viel Punsch. Es tut nicht gut, der viele Zucker. Wir müssen viel aushalten. Bis nächstes Monat. Dankeschön.
Dankeschön. Danke Ihnen.